Ganz herzlich willkommen, hört es jetzt hier. Wie Lampenfieber, wo alle schauen. Jo Freunde, was geht ab? Mein Name ist Raphael. Ganz herzlich willkommen bei 52er TV. Heute mit einer neuen Sendung aus meiner Interviewserie. Und zwar bin ich heute hier in Bern, genauer gesagt bei den Boxing Kings. Mit einem jungen Herr, der 2008 Junioren-Schweizer Meister wurde, 2009 Deutsch-Dessiner Meister. Er hat über 40 Kämpfe gemacht, hat am 26.12.2012 sein Profi-Debüt gehabt, über 18 Profikämpfe, 10 durch K.O. gewonnen, IBF Youth World Champion. Ladies and Gents, ist mir eine sehr, sehr spezielle Freude heute, weil er aus der gleichen Gegend wie ich kommt. Alain Gervais. Ja, hey, alles klar? Sehr gut, wie geht's dir so? Gut, super. Dir auch? Super, ja. Merci. Wir sind hier bei den Boxing Kings, bei deinem Boxkeller. Kannst du irgendetwas dazu sagen? Ja, ich sage mal, fang mal von vorne an. Ich bin seit ich 15 bin ich hier. Dann habe ich angefangen hier am Schilderboxen mit dem Yves Studer. Sehr gerne noch dahinter. Genau. Und ja, dann ist es so, zweimal in der Woche bin ich in die Schilderboxen gekommen. Und es hat sich dann gesteigert, immer ein bisschen mehr. Und dann hat er ja, willst du mal einen Kampf machen? Dann ist mal der erste Amateurkampf gekommen, dann ist es immer weitergegangen. Und ja. Also, sorry, wenn ich noch nicht, wie lange ist es gegangen? Wie lange hast du trainiert, bis du den ersten Kampf gemacht hast? Das war etwa ein halbes Jahr gewesen, also okay. Ziemlich schnell gegangen. Ja. Und ich war völlig begeistert gewesen. Und ja, dass ich überhaupt die Chance bekommen habe, das zu machen. Ja. Eben, dann ist es immer so weitergegangen, immer mehr Amateurkämpfe. Wir sind dann schlussendlich zu den Profis wechseln. Und ja. Wie war der Wechsel so gewesen, von Amateur zu Profi? Also ist das irgendwie, hast du da noch einfach andere Gegner von heute auf morgen oder musst du da spezielle Sachen erfüllen? Ja, da musst du schon, dass du der Schweizer Boxverband eine Lizenz gibt, musst du natürlich schon eine Karriere als Amateur haben. Das ist schon von Vorteil. Nein, das geht nicht. Und ja, das Ding ist auch, du brauchst einen Boxclub, du brauchst einen Manager, der für dich kann Kämpfe organisieren kann. Und das habe ich hier mit dem Daniel Hartmann auch gehabt. Ja. Der hat für meinen Club Kämpfe organisiert. Und ja, die grösste Umstellung war das Training an sich. Okay. Es ist intensiver und mehr geworden. Ja. Wie viel auf eine Woche trainierst du das? In der Vorbereitung trainiere ich zwischen 2 bis 3 Mal am Tag. Am Tag sogar? Ja. Sonst wird es schwierig mithalten auf internationalem Niveau. Und da muss man schon, ja. Wie du bist schon sehr Profi, dann machst du einfach nur mehr das. Du bist voll fokussiert auf das Ding, oder? Ja, gut, hier in der Schweiz ist es halt schwierig, weil eben nur mal Profi, hier finanziell ist halt eben ein Problem. Darum habe ich vor 2 Jahren habe ich den Boxclub übernommen. Ja. Und mache eigentlich das nebenbei, aber eigentlich hauptsächlich der steht jeden Tag boxen. Muss boxen. Ja. Ob ich jetzt für mich trainiere oder halt Training geben hier. Mhm. Hat es da irgendwie in deinem Leben ein Ereignis gegeben, dass du gesagt hast, wegen dem, wo ich Boxer werde? Oder hast du dich so mal für Boxen entschieden? Wie bist du auf das eigentlich gekommen? Ja, es liegt so in meiner Familie halt. Meine Onkel, die haben alle geboxt, mein Vater auch. Sie sind auch mehrfach Schweizer Meister geworden, mein Onkel 5-mal Europameister. Und dann habe ich halt gedacht, ja, was haben die gemacht? Ich will mal schauen, wie das ist. Eben, bin er auf durch das, zu dem Probetraining hier gekommen, bei Yves Studer, bei den Boxing Kings. Aber man hat sich das halt... Hast du halt sicher ein bisschen gegeben, also, oder? Ja, das sagt man halt immer, aber... Ja, ist schon mehr Scheinheit, dann ist sicher auch härter. Ja, das lenkt nicht zu sagen, man hat es im Blut, weil ohne harte Arbeit und Disziplin und Willen... Schenkt euch nichts, oder? Nein, bringt euch gerne nichts. Gibt es irgendwelche Tagesabläufe oder Routinen, die du hast, die du jeden Tag vielleicht das Gleiche machst? Kommst du jeden Tag ins Training, wenn du jetzt nicht vorbereitet hast, oder wie läuft das? Ja. Also wenn ich nicht in Vorbereitung bin, dann gehe ich halt natürlich mit dem Trainingspensum zurück. Die sind natürlich immer noch in Form. Wie oft so? Ja, sag mal 4 bis 6 Mal pro Woche. Pro Woche? Gleich noch, also Pace Rekord. Ja, aber natürlich auch je nachdem die Intensität des Trainings selber halt auch nicht immer höher. Und schaue auch während der Vorbereitung schaue immer, dass ich mindestens einen Tag Ruhepause habe, dass ich gar nichts mache, dass ich den Körper erholen kann. Ja. Und eben außerhalb von der Vorbereitung sind es dann manchmal 2 oder sogar 3 Tage, wo ich vielleicht nichts mache. Und dann gehst du so, ja.
Gibt es irgendjemanden, den du vielleicht aus deinem Vorbild bezeichnen würdest? Jetzt rein vom Boxen her. Oder auch vielleicht auch außerhalb vom Boxen. Es muss nicht immer jemand von dem Sport sein, wo man stark findet. Mein Onkel ist eigentlich ein riesen Vorbild auf Fritz Scherwe, der eben mal Europameister wurde, hat 2 Runden Weltmeisterschaft geboxt und ist, ich sage mal, der beste Boxer, den die Schweiz jemals hatte. Hat auch, eben, wenn man früher oder wenn man die Eltern fragt, Boxen verbinden sie automatisch mit dem Scherwe. Von dem her ist eigentlich schon ein riesen Vorbild. Ja. Hast du irgendwelche Ziele, die du selber nicht machst? Also, hast du vor der Europameisterschaft und erwähnt von deinem Onkel, ist das für dich ein Ziel? Ja, ist sicher ein Ziel. Wie gesagt, jeder Boxer oder jeder Sportler hat immer so, sagen wir mal, will Europameister oder Weltmeister werden. Jeder will Weltmeister werden, aber man muss auch realistisch bleiben. Und darum, mein nächstes Ziel ist immer mein nächster Kampf. Ich fokussiere mich immer auf das. Also, du bist ein Schweizer Meister, das heißt, du bist in deiner Klasse der Beste von Schweiz. Ist es nicht automatisch so, dass du irgendwo das Freiticket hast für die WM zu kämpfen? Nein, das nicht. Also, was in der Schweiz eigentlich passiert, ist eigentlich auf die Welt näher bezogen bedeutungslos, sage ich jetzt mal. Ja. Da musst du schon in der Weltrangliste halt von den Profi dort musst vorne drin sein. Aber bist du auch schon gerankt in dem Sinne? Ja, dort bin ich auch schon gerankt. Bin ich schon unter den Top 100, aber es ist gleich immer noch ein weiter Weg bis ganz, ganz viel. Ja. Und auch nicht ganz einfach hier in der Schweiz weg. Ja, auch fehlender Unterstützung. Und, ja, ja. Halt dann als Team arbeiten, sondern immer auf das genau. Passieren. Was würdest du sagen, wenn ich dich frage, ob du persönlich den Traum lebst? Ja. Es sieht so nämlich voll den Namen aus. Im Privatleben, du hast Familie, so viel ich weiß, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht, du hast die eigene Boxstall. Genau. Ja, das ist eigentlich schon wirklich das, was ich, also eben, als ich hier näher angefangen habe zu boxen, war das immer so, mal so ein Traum, so mal, also dass ich jeden Boxclub ein Trainer können sein, andere trainieren. Aber es war mehr so ein bisschen ein Wunschdenken, weil ich dachte, ja, wird er vielleicht mal, aber nicht gross daran geglaubt. Und plötzlich ist es ziemlich schnell gegangen. Und jetzt komme ich, ja, ich mag gerne daher. Es ist nicht so, sagen wir, wie, gehst auf die Arbeit und den Arsch ist dann schon, jetzt muss ich wieder arbeiten, aufstehen, scheiss nur ab. Sicher auch, weil es dein eigenes Ding ist. Sicher, du weißt, für was du das machst. Genau. Plus, es ist eben das Hobby zum Beruf gemacht. Ja, und ich komme richtig gerne daher und freue mich jeden Tag, kann ich hier sein. Sehr schön. Ja. Und dann auch, also ich bin vorhin, als ich gekommen bin, seit ich am Trainieren war, du hast da Training gegeben. So. Sicher auch schön immer den Kontakt mit den Leuten. Sicher, ja. Ambitionierten Boxer, die vielleicht auch mal irgendetwas in deiner Welt machen könnten. So. Ja, das schätze ich sehr, eben den Kontakt mit Leuten, verschiedenen Leuten und so. Und eben ist auch eine lockere Atmosphäre hier im Boxclub. Ja. Nicht wie man vielleicht denkt, ja, jeder kommt mit einem hässig rein. Ja, das denkt man so von der Firma. Ja. So der Hoodie da oben und dann geht es. Nein, ist einfach ziemlich lockere Atmosphäre. Ja. Und sehr cool. Gibt es irgendwie Tipps und Tricks, oder vielleicht jemandem würdest du geben, der auch gerne anfangen möchte, oder der vielleicht schon boxt, oder vielleicht so ein bisschen ähnlichen Weg wie du willst einschlagen, falls er so schauen oder? Ja, als erstes kommen natürlich zu uns Boxing Kings. Ja, Boxing Kings für mich kommen. Das ist mal der erste, den ich geben kann. Und der zweite, sage ich mal, ist wirklich Will und Disziplin. Man muss wirklich immer andauernd im Training dranbleiben. Klar, ich sage, man braucht Ferien, das ist keine Frage. Das tut dem Körper auch gut, man will 2 Wochen nichts machen, aber eben, wenn man im Sport etwas erreicht, muss man wirklich diszipliniert immer im Training sein, man muss sich Will verbessern und immer das Maximum geben, bei jedem einzelnen Training. Konkurrenz schlaft ja auch nicht schlussendlich. Das ist so. Gut. Kannst du irgendetwas dazu sagen zu deinem nächsten Kampf, oder? Hast du etwas schon in Planung? Steht da schon etwas? Und wo wird es sein, wenn du etwas schon hast geplant? Ja, es ist noch nicht 100% sicher, aber es wird immer wie konkreter. Die Schweiz Armee hat mich angefragt, ob ich nach China mit ihnen würde gehen. Dort sind Armeemeisterschaften. Also da kann man von der ganzen Welt kommen. Das Militär von dort kommt, trifft sich dann in, sage ich halt, dort China. Yeah. Und dort werden dann so Spiele, es ist fast wie eine, sage ich mal, kleine Olympiade. Mm-hmm. Werden dann dort Wettkämpfe austreten. Sie haben mich gefragt, ob ich als Boxer dort du willst echt die Schweiz starten. Genau.
und es wär super, als ich gesagt habe, ich bin sofort dabei und ja. Cool. Ich hoffe, das klappt. Hast du da schon irgendein Datum, das man vielleicht verraten oder so? Im Oktober. Oktober sogar schon, okay. Ja, das ist schon gleich. Gut. Bist du jetzt da, also haltest du dich immer schon auf einem Level, dass der Kampf bereit ist? Oder musst du nicht irgendwie wieder hin aufschaffen oder wie sieht das aus? Ja, aber wie gesagt, ich bleibe im Training, auch wenn ich, sage ich, nicht vorbereitet bin. Aber auch ich schaue, dass ich auf einem Level bin, dass ich, sage ich mal, innerhalb 6 bis 8 Wochen wieder auf Wettkampfniveau wäre. Also so, grob gesagt, 2 Monate ungefähr. 2 Monate, ja. Wieder da, genau. Krass. Ja, du, das war es vorhin schon gewesen. Wir sind langsam am Ende. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ja, merci. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin. Jungs und Mädels, folgt dem auf Instagram. Ich werde die jungen Zeiten einblenden. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen gegen hoch, liket den Kanal, abonniert den Kanal. Und bis zum nächsten Mal.